Also hier könnt ihr natürlich richtig schön sehen, wie die Rosen schon ausgetrieben sind. Die Rosen sind unser Steckenpferd, ne? Also das, sonst hätten wir Quittenklühn geheißen und nicht Rosenklühn. Das ist dann immer ganz, ja, es ist schön, wenn eine Saison anfängt. Ja, wir haben hier angefangen, was ihr hier so seht, die großen Stiele rauszuschneiden. Weil die, ich sag mal, das kostet zu viel Energie, dass man sieht hier, dass sie schon ein bisschen ausgetrieben sind. Aber wir wollen die sozusagen, diese großen knorrigen Dinger raushaben, damit die Kultur uns nicht zu groß wird. Und dann fangen wir an, sie zu knicken. Guten Morgen! Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Der da, mein Mann, ist total faul und sagt, hey, du weißt doch, wo sie stehen. Also soll ich selber in den Kühlraum gehen und mir sie hinstellen? Bin ich auch faul? Mache ich selten. Ich sehe die den ganzen Tag, dann brauche ich die nicht noch abends im Wohnzimmer. Bin ich ganz ehrlich. Die sind zwar schön, aber so schön dann auch nicht. Dann freue ich mich lieber über was anderes, was ich nicht habe. Dann schneiden wir die auch, wenn die hier so nicht so hübsch sind oder eben halt solche Stellen haben, könnt ihr ja auch gut erkennen. Wenn die nicht so sauber sind, dann schneiden wir die auch raus, weil da dann auch keine saubere Ware runterkommt. Und dann kann nachher die Kultur wieder schön sauber von unten nachwachsen. Die Kultur wird einfach ausgedüngt und einmal verjüngt, dass eben halt wieder frisches Laub nachkommt. Zu meiner Seite ist heute Henrik. Und sein Bruder Bogdan, die sind seit, wie lange seid ihr jetzt schon hier bei uns? 30 Jahre? 30. Werden, ne? 28 oder so. Guck mal, Bogdan, also Bogdan ist, glaube ich, über 30 Jahre dabei. Und also hier im Betrieb bei uns sozusagen. Ich bin gerade mal mit Stefan 21 Jahre zusammen. Also ich bin eigentlich hier das Küken im Betrieb, also wenn man denn die Kinder nicht mitzählen würde, ne? Man kann es auch mit der Schere machen, das würde natürlich alles ein bisschen feiner sein und sonst, aber bei den Flächen, man will ja auch schnell ein bisschen fertig werden und man hat ja noch ein bisschen was vor sich. Ne? Ja. Jetzt habe ich den Kopf abgemäht. Das Wasser spritzt aus der Düse raus und wird oben unter dem Kegel verteilt, damit es schön, ich sag mal, nach unten spritzt, also oder das Wasser verteilt. Das Wasser kommt. Und mein Mann war ein bisschen übermotiviert und jetzt ist die Düse eine kaputte Düse. Jetzt würde das Wasser würde eigentlich nur bis oben durch. Ganz geradeaus hoch spritzen und da muss nachher eine neue Düse rein. Japanisches Prinzip, das ist schon. Das hat auch einen Namen. Das wo ist schon im Mittelalter oder die Japaner oder Chinesen sind ja, was das angeht, mit dem Rosenanbau. Ein bisschen fortschrittlicher gewesen. Die waren ja, das sind ja die Pioniere gewesen. Und jetzt knicken wir die Zweige einfach runter. Das heißt, die Blattmasse. Biegen wir runter. Entschuldige bitte, wir biegen. Knicken, biegen, also wir legen letztendlich die Stiele auf die Seite und dadurch erhalten wir ja die Blattmasse. Wenn wir den sozusagen umbiegen, den Stiel, können rechts und links eben halt wieder die Triebe rauskommen. Würde ich den jetzt nehmen und abschneiden, müsste erst von unten ja wieder ein paar Blätter rauskommen. Und dann kriege ich nur einen Blühtrieb sozusagen oder vielleicht zwei. Wenn ich das halt umlege und an den Blattachsen überall neue Triebe rauskommen, dann habe ich natürlich mehr Produktion auf der Fläche. Funktioniert auch nicht mit jeder Sorte das Knicken. Das ist es eben halt. Ne? Muss man auch dazu sagen. Aber nicht jeder hat so viele Beete bei sich im Garten, dass er das jetzt unbedingt knicken müsste. Außerdem ist es ja auch nicht hübsch. Genau. Das sieht ja nicht schön aus. Das ist ja nur für die Produktivität. Genau. Ist es eben halt vom Vorteil, wenn man knickt. Aber im Garten will man es ja hübsch haben. Und da sieht es alle definitiv nicht hübsch aus, wenn man sie alle umbiegt. Also im Garten würde man nicht knicken, richtig. Gut.
Man schneidet eine Rose Gummistiefel hoch, wie der Schaft vom Gummistiefel. In der Höhe schneidet man Rosen zurück. Ganz wichtig ist auch auf einer Höhe. Sobald man nämlich einen Trieb höher lässt, treibt dieser Trieb, der höher ist, mehr aus als die, die tiefer sind. Und dann würden hier mehr Triebe draufkommen als die tieferen. Also das macht Sinn, alle gleichmäßig in einer Höhe zurückzuschneiden. So, wenn du jetzt nur den Kopf stehen lassen würdest, nur den Kopf wegmachen würdest, so, und würdest die Pflanze so lang, würde man ja sagen, guck mal, die treibt aber schön wieder aus, wird sie auch machen. Bloß die werden alles so eine kurzen Triebe, die würden dann aber zu schwer werden und würden dann irgendwann die umkippen und dann würde abbrechen. Oder würden vom Wind immer hin und her gedingst werden und würden dann auch kaputtgeschlagen werden. Also macht man das wirklich so, dass man den Trieb, diesen langen Trieb, wirklich in der Höhe dann abschneidet, wie in der Höhe vom Gummistiefel. Und dann kommt von da unten eben mal die ganz neuen Triebe raus. Und dann kriegt man eine gesunde und kräftige Pflanze. Aber nicht zu schwer für Mutti. Grobe Hornspäne. Aber manchmal hat man auch wirklich größere Sachen dazwischen. Nee, hier jetzt nicht. Wo du dann denkst, siehst du, dass es nicht so lecker aussieht. Natürlicher Dünger. Genau. Ohne Salze. Von der Natur für die Natur sozusagen. Richtig, genau. Das schmeißt man einfach rein und dann macht die Natur letztendlich den Rest. Wir stellen den Dünger sozusagen den Pflanzen zur Verfügung. Hat wie gesagt auch den Vorteil, dass wir den Boden nicht versalzen durch irgendwelche Kunstdünger. Das ist hier rein biologisch der Prozess, der hier passiert. Du kannst nicht einfach jede Sorte irgendwo hinpflanzen. Das sind auch von den Rosenzüchtungen her, sind es halt entweder Sorten, die halt wirklich speziell fürs Kalthaus oder fürs Warmhaus sind, also Sorten, die du heizen musst. Da ist natürlich, wenn du in Kenia ein Gewächshaus hast, auf 1000 Meter, wo ich sag mal, das Klima immer perfekt ist und du keine Heizung brauchst, dann brauchst du natürlich hier nicht die Heizung anmachen für. Ne? Das ist ja ganz klar. Aber Kenia hat zum Beispiel dann kein Freiland, was eben halt geerntet werden kann. Und da, man muss so seine Nische finden. Man erkennt schon ungefähr, was es werden soll. Et voilà, ein Folientunnel, beziehungsweise erstmal das Grundgerüst. Morgen! Genau, und das ist die Truppe, die das Ganze aufklappt, weil die verstehen ihre Arbeit. Der Anbau unter Folie ist erstmal, ich sag mal, von der Investition her nicht so hoch, als wenn man ein richtiges, festes Glashaus baut. Und die Kultur kommt einfach schneller unter Folie. Und wir sind hier wetterunabhängig. Wenn ihr noch was hört. Genau, nee, wir sind wetterunabhängig. Das heißt, wir können unter Folie auch Freiland ernten, wenn es regnet. Das ist natürlich dann der große Vorteil. Man kann auch Pflegearbeiten machen, wenn es draußen regnet, weil man ist natürlich geschützt. Ne? So, jetzt haben wir hier 18 mm. Wir haben ja auch Winter draußen. Und dann kennt sie das nämlich schon, noch mal schnüffeln lassen. Ne? Du kennst das schon, ne? Und dann kann man den Pudel ein bisschen ausziehen. Sie ist ja auch eine Dame oder wird noch eine Dame. Und dann kriegt man einen hübschen Pudel hin. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste, so ein bisschen Wellness am Morgen. Ne? Ja, so. Hübscher Pudel, ne? Feiner Pudel. Ja. Wir haben uns halt spontan einmal gesehen und gleich ineinander verliebt. Und doch, wir sind ein Herz und eine Seele. Man sieht das ja auch, dass sie sich hier total entspannt. Gleich schläft mir der Hund beim Rasieren ein. Du bist mir eine Schnecke. So, zack, zack, zack. Ja, dann bist du wieder hübsch.
So, ihr Lieben, jetzt haben wir euch mit in unsere Rosen genommen und euch gezeigt, wie wir die sozusagen aus dem Winterschlaf erwecken. Und ich hoffe einfach, dass die, ich sag mal, das Wetter mitspielt und dass wir euch beim nächsten Mal schon ein bisschen mehr Farbe zeigen können. Also wenn die Rosen ausgetrieben sind und ihr auch mal sehen könnt, wie sich die Ladies sozusagen hier präsentieren mit Farbe. Hoffe ich, dass das klappt. Klickt einfach wieder rein.